Doch, wir sind hier in der Natur. Nein, sind wir nicht, wir sind mitten in der Stadt. Was ist denn das hier? Das ist noch nicht terrageformtes Gebiet. Doch, wir sind hier in der Natur. Nein, sind wir nicht, wir sind mitten in der Stadt. Was ist denn das hier? Das ist noch nicht terrageformtes Gebiet. Nein. So, herzlich willkommen zur Folge Nummer 27 von Minecraft City 2. Ich glaube, Mavia hat noch gar nicht kapiert, dass ich jetzt angefangen habe. Doch. Ist schon klar, ich boykottiere das nur. Leuchtender Mann, hör auf. So, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft City 2 ohne Mephisto. Kann man überlegen. Hatten das auseinandergehalten. Respekt. Wuhu. Gerade noch so. Der hat eine eigene Folge aufgenommen heute. Und wir haben jetzt hier gerade mal den Teleporter umplatziert. Beziehungsweise eigentlich Mavia. Ja. Das hättest du auch hinbekommen. Das ist einfach nur die Struktur umgesetzt, so wie sie vorher war. Ja, aber du wolltest mich nicht mitmachen lassen. Natürlich. Ich war nur schneller als du. Ah, hier war der Eimer. Ich habe vorhin den einen Eimer gesucht. Was machen wir denn heute? Wir wollten eine Hydra suchen. Ja, also Hydra ist nur Mittel zum Zweck. Das Hydra suchen sollten wir vielleicht auch außerhalb der Folge machen. Wir brauchen noch ein bisschen Fiery Blood von der Hydra und dann haben wir im Prinzip alles, um den Coal Engine zu bauen. Und sobald wir die Coal Engine haben, dann steigen wir auch ins nächste Age auf. Genau, also Coal Engine. Dieses Teil. Und haben wir, wo haben wir denn eigentlich den Altar? Haben wir den schon mal gebaut? Also ich habe einen Altar und Xela hat einen Altar. Das ist der, wo auch der Teleporter hinführt. Ah, der hier, also, oben, der Teleporter. Ja. Okay, dann gehe ich da gerade mal hin. Ich will da mal sehen, wie das da aussieht. So, Shift drücken und auf den Schiff. Dick ist er. Aber muss ich nicht klicken, gell? Hallo? Ja? Ah, ich muss nicht klicken. Ich muss nur. Was willst du denn klicken? Den Stern. Ja, du warst doch schon da, jetzt bin ich wieder weg. Nein, bin ich nicht. Doch, aber wir haben Left the Game. Ja, Left the Game ist was anderes. Verdammt. So, also nochmal. Ne, Zeit, was zu trinken. Und? Ich fasse die Tastatur nicht an. Ah, ich muss raustreten. Ja, natürlich. Uiuiui. Hier war ich noch nie, glaub. Doch, einmal war ich hier. Aus Versehen. Aus Versehen. Ups. Was machen die Sachen hier? Okay, das ist der Teleporter, den kennen wir. Ja. Das ist der Altar. Ja. Das ist im Prinzip dann halt das magische Crafting. Also da müssen wir dieses Rezept hier reinpappen. Da muss die Coal Engine rein, genau. Beziehungsweise die Sachen rein, dann bekommen wir die Coal Engine raus. Was? Der Rest ist halt sonstiges Kram von Astral Sorcery. Ups. Immer macht er alles kaputt. Ja, toll. Und das ist nichts für kleine Menschen, oder wie? Hier darf ich nicht hoch. Ups. Ah. Meine Herren. Was, kann man hier baden oder was machen wir hier? Ja. Nice. Wird man dadurch schöner? Und jünger. Ui, ein Jungbrunnen also. Ja, der Wahnsinn. Nice. Cool. Nee, ernsthaft. Was geht hier?
Starlight Infuser, da kannst du Sachen mit Sternenlicht infusionieren. Und dann? Was machen die? Sind die aufgeladen? Dann haben sie irgendwelche Sonderfunktionen. Das kommt halt drauf an. Das heißt, ich kann gar nicht alles aufladen. Nee. Logischerweise. Ja. Ich habe gerade hier so noch ein bisschen. Da unten ist auch was. Da ist eine Sternschnuppe. Nee, nee. Das ist nur ein Golem, der gerade auf irgendwas schießt. Menno. Ich dachte, Sternschnuppen seien da unten. Nee, 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 nee. Wir sind hier übrigens in der Jagddimension. Hier ist ewige Nacht. Hier lohnt sich das mit dem Astral Sorcery halt. Und wenn ich hier runterfalle, was passiert dann? Wenn du keine ordentlichen Schuhe hast, dann stirbst du. Durch den Fall. Eieiei. Mal behaupten. Immer alles ist gegen mich. Ja, ich habe Gummischuhe, mir macht das nichts. Ja, und mir habt ihr nie welche angeboten. Ja, siehst du, da fehlt dir die Sprache. Was soll ich da sagen? Maruna, hättest du gerne solche Schuhe? Ja, McFisto hat zwei Paar gemacht, warum auch immer. Verstehe ich bis heute noch nicht. Aber ihr könntet dir eins abgeben. Aber genug geschwafelt. Oh. Ja, und dann... Tschüss. Wir suchen jetzt ein... Wie hast du gesagt, wie das heißt? Hydra, gell? Hydra. Da gehen wir jetzt mal suchen, falls ich nicht schon wieder rausfliege, ne? Die gehen wir jetzt mal suchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Würde ich sagen. Bis gleich. Jo. Hallo. Hi. Wo bist du denn? Da, das leckt bei mir. Also hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das sind irgendwie so Feuerdinger, die spucken Feuer. So Geysire. Ja. Hui. Die rauchen aber auch. Ah, das da hinten ist die Hydra. Ja. Ich sehe sie nur so zwischendurch. Was macht die? Was kann die? Feuer spucken. Okay, hoffentlich leckt sie nicht. Das leckt auch. Alter, was ist denn heute los? Jetzt glaube ich irgendein Trick oder irgendwelche Tricks. Man kann die Feuerbälle, die sie spuckt, kann man zurückschmeißen. Wenn man dann einen der Köpfe besiegt hat, dann kommen natürlich logischerweise zwei weitere. Dann sind es dann keine drei mehr, dann sind es dann vier. Und so weiter und so weiter. Also bei mir hat die immer noch volles Leben. Volles Leben nicht, so 5% habe ich abgezogen. Das hier ist so ein bisschen Grinding, also das kann ein bisschen dauern, bis wir die unten haben. Alter, bei mir wird so übel. Alter, Standbilder. Weg ist er. Oh, da haben wir das Fiery Blood. 18 Stück. Ja, yep, perfekt. Das dürften genug sein. Also bei mir, ich hoffe, ihr habt überhaupt irgendwas mitbekommen. Ich habe 7 FPS. Und ich hoffe, das Aufnahmeprogramm hat auch irgendwas draufgekriegt und nicht nur Standbilder. Und ich hoffe, wird sich zeigen im Nachhinein. Also, es leckt immer noch ungemein. So, wir bewegen uns mal wieder nach Hause, oder? Ja, kannst du, wenn du willst, hier noch ein bisschen Ressourcen mitnehmen, aber ansonsten... Bewegen wir uns nach Hause und machen das H3. Jo. Bis gleich.
Hallöchen. Ja. Ey, was machst denn du? Hey, ich setz mal den Controller auf eine akzeptable Höhe. Das ging nicht. Wie ging das? Nein, dann nimmt er oben von der Kiste nichts mehr mit. Ach so, Also ich habe mich vertan, aber... Nee, hast schon recht. Die Kiste nimmt er dann natürlich nicht, ja. Und es sieht hässlich aus, wenn man den vorne dran pappt. Deshalb hatte ich den da hochgesetzt. In der Tat, da hast du dir was beigedacht. Gebe ich zu. So, wir sind zurück in der normalen Welt. Oberwelt. Ja, genau. Ich mache hier ein paar Kisten. Das ist völlig unnötig, weil wir haben eigentlich noch genügend. Und dann brauchen wir Goldkisten. Also, warte mal, wir brauchen... Brauchen wir ein Ding davon, gell? Jetzt völlig verpeilt. 1, 2, 3, Corona 4, kann ich mehr craften. 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ach, ich kann auch einfach auf 16 zählen. Ich hau hier mal kurz das Eisen rein. Ich hoffe mal, das verbindet sich mit nicht mit deinem Leaf da. Dann brauche ich Platten. So, hast du eigentlich gesehen, dass ich hier noch ein bisschen erweitert habe? Was erweitert? Die Schmelze? Ja, habe ich gesehen. Ja. Die hatte ja nicht gereicht. Die musste ja größer werden. Wir hatten so viele Ressourcen, da musste ich einfach eine größere von bauen. Also Zinn haben wir mega viel, Kupfer geht, Eisen leider nicht so viel. Da müssen wir mal noch ein bisschen was besorgen. Sprich, wir haben, die Cluster sind hier quasi voll, was Zinn angeht. 24 mal 64 Zinn-Cluster plus nochmal 4 Eisen haben wir in nur 7 Cluster. Aber es ist schon einiges geschmolzen. Das ist schon viel wert. Ja, das ist so, was wir zwischen den Folgen machen. So, 16 Dinger brauche ich. Wir brauchen für das Coal Engine. Du hast die Steel Leaf Rods gerade, glaube ich, gemacht. Ja. Ich mache jetzt die Diamantkisten. Die Sticky Pistons haben wir, glaube ich, irgendwo drin. Ja, oben links. Die Gas Tiers auch. Ja, oben sind zwei Gastiers. Du machst jetzt noch was? Ich mach die Fiery Gears. Dann mache ich noch die zwei Anvils. Oder haben wir die schon? Guck mal, Anvils habe ich welche mitgebracht, aber ich weiß nicht, ob die vollständig sind. Ich mache einfach welche, komm. So viele Ressourcen haben wir, oder? Sechs Eisenblöcke. Oh, nein, verdammt. Was hast du da gerade? Jetzt haben wir eine Fiery Plate. Brauchen wir die? Ach, nein, bitte. Ich hab sie schon wieder eingeschmolzen. Wir brauchen. Lass doch bitte das Fiery. Guck mal, ob du es wieder einschmelzen kannst. Ja, bitte, danke. Das war schon wieder, das kam da so schnell raus. Hatte ich gar bitte nicht auf. Bitte keine Hebel betätigen, wenn du nicht hier bist. Wir haben übrigens zwei volle Anvils. Verschwende keine Eisenblöcke. Och, Menno. Ja. Okay. Guck jetzt erstmal, ob wir in der Säge ein Holzzahnrad haben. Seared Furnace Controller haben wir auch schon. Furnace Controller. Den Cauldron, soll ich den noch machen? Cauldron, ja. Ein Holzzahnrad dürften wir eigentlich nicht haben. Korrekt, haben wir nicht. Aber das ist ja schnell zurechtgesägt. So, hier unser neues Lager ist. 1, 2, 3, 4, 5. Hier. Muss ich den in. Ach ja, okay. Kann ich ein Sclading reinmachen? Haben wir ja. Haben wir ja stehen. Und irgendwann in den nächsten Folgen muss ich mir auch endlich mal ein eigenes Bett machen. Yep. Damit ich nicht immer das von Mavia klauen muss. Finger weg von meinem Bett. Ach komm, hey. Schneewittchen hat auch in fremden Finger Betten weg. Geschlafen. Finger weg. So, rein damit. Kommt dann hier raus.
Anvils haben wir, das haben wir. Die Gears haben wir auch bald. Ja, da bin ich jetzt gerade dabei. Ich glaube zwar nicht, dass das mit Holz. Nein. Muss ich aus Stein. Haben wir hier gerade Cobblestone, normalen Stein? Ich habe 19 Koppel. Ja, gib sie mir bitte. Wahrscheinlich hinter dir. Hinter dir, Klopapier. Gucken, ob das mit Kobbel geht oder ob ich da. Ja, geht. So, dann können. Ja, geht, sehr schön. Was ich mal noch machen wollte, war eine Pattern. Mit einer natürlich Pattern. Just. Weil es nervt mich, dass wir hier so viele Pattern da überall drin liegen haben. Und die nicht geordnet sind. Brauchen wir die Holzpattern eigentlich noch oder können wir die mal verbrennen? Holzpattern? Die verbrenne ich mal. Hast du eigentlich gesehen, wir haben Tomaten und Chili? Ja, ist mir aus den Augenwinkeln aufgefallen. Ich hab's nur. Ja. Werden die angebaut mit Wooden Steaks? Ah, ja, okay. Genau. Und die Chilis sind cool. Ja. Hinter dir. Ess mal eine, wenn du kannst. Und gib Gas. Oh ja, da brennt der Hintern. Hui! Kann ich leider nicht essen, aber die geben dir Speed. Ja. Die Tomaten, glaube ich, nichts. Ich kann die leider nicht in Rezepte einbauen, weil ich noch keins dafür habe. Wenn ich es recht weiß. Chili. Kannst du, zumindest mit den Chilis, kannst du. Sachen brauen. Ja, stimmt. Genau, zu Brautränken kann man die benutzen. So, wie weit bist du mit deinen Sachen? Die Gears sind fertig. Alle? Ich hab 4 Gears, ja. Okay, dann haben wir doch alles, oder? Hast du die anderen Zutaten? Ich hab die 2 Goldchests, den Cauldron und den Seared Furnace Controller. Gut, dann fehlt noch einen Moment. Schlafen, schlafen, schlafen. Coal Engine. Ich nehme die 4 Pistons. Die 2 Anvils. Ja, nimm du sämtliche Sachen. Kannst du es auch gerade craften. Dann sollten wir eigentlich alles haben. Ich gucke gerade nochmal rein. Die Gas Tiers. Die 2 Gas Tiers und den Carminite Reactor. Was für ein Ding? Carminite Reactor. Haben wir hier einen. Katsching. Hä? Ah, dieses. Ja, stimmt. Das ist diese komische Twilight-Türe eigentlich, gell? Das ist keine Tür, das ist ein Reaktor. Ja, okay. Die Türe. Gut, dann müssen wir zu unserem neu angelegten Portal. Klick mal mit dem. Stab, den du bekommen hast, rechts drauf. Auf was? Auf den Altar. Von außen. Ach, von außen? Ja. Dö-dum. Einfach so? Ja. Hier auf den Altar. Ich hab schon gedrückt. Na gut, wenn nichts passiert, dann ist irgendwas falsch. Kurz gucken, das hier sind 2. Ich habe es richtig gemacht. Das sind 2 Gold Chests. Steelief. Bastias. Orgrim. Carminite Reactor. Ich bin nicht schuld.
Vielleicht ist der Altar zu gut dafür. Müssten wir meinen aufrüsten noch eine Stufe und dann... Wie, muss ich jetzt hier warten? Nimm die Sachen mal komplett mit. Komm nochmal in die Oberwelt. Geh gerade mal meinen Altar. Guck, ja, ich habe muss... kurz drauf gedrückt. Jetzt. Immer noch zu kurz. Was soll denn das? Jetzt. Och, Menu. Dachte, jetzt würde ich einmal was Gescheites, Produktives machen und nichts war's. Ja. Melvia? Ja. Dieses Jahr kam zu schnell. In der Tat. So, deiner stand da hinten in der Pampa, glaube ich, ja? Ja. Auf so einem schönen Konstrukt. Warte mal. Komm, hier steht ein Pferd. Oder hü. Welche Richtung? Diese Richtung. Nee. Braucht doch kein Seil hier. Lass mich da draufsteigen. Dum 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 dum. Mal kurz ein Pferd von Xela und Co. entwendet. Pferdedieb! Tert und federt ihn! Die Zeiten sind vorbei, wir sind schon zu weit vorangeschritten im Zeitalter. Ach ja. Decorative, decorative. Zwei Stück. Bist du schon hier? Nein, ich schau gerade noch die letzten. Zweimal Mosaik und zweimal Chisel. Vor allem ist es wieder so böse gebaut. Da komme ich wieder nicht hoch. Zum Glück habe ich ein bisschen Holz dabei. Crystal and Iron Wood. Dum 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 dum. So. Eigentlich hast du das hier cool gebaut. Das müssen wir einfach nur erweitern oder so weiterbauen in der Form. Ja. Gut, wir warten mal, bis Mavia da ist. Bis gleich. Ich nicht schon. Vision Expanse Constellation. Okay, danke. So, wir haben schon einen neuen Tisch. Und Melvia ist nicht mehr zu sehen. Du doofe Zombie. Ich hoffe, ich hau dich jetzt nicht mehr. Gell? Nee, ich bin soweit. So. Wir müssen aber den Altar hier erstmal nochmal aufmotzen. Der Tisch ist zwar korrekt, aber da brauchen wir mehr Marble für. 1, 2. Och, Menno, ich dachte, wir kommen hier nicht mal vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 7 Sutti. Okay. 2000 Jahre später. Ui. Da sind wir endlich fertig. Ja. Wenn du jetzt reinguckst, siehst du hier unten bei dem Lichtbalken, da fehlt noch ein kleines bisschen. Achso, das hier. Und sobald der voll ist, ist das Rezept machbar. Hahaha. Willst du mir jetzt veräppeln, oder? Bewegt sich nicht. Ja, also ich hoffe jetzt einfach mal, dass sobald der Mond genau über uns steht, dass wir dann auch genug Licht haben. Ansonsten müssen wir gucken. Ich habe ja hier schon zwei... Ich warte ja schon eine Stunde. Ja. Ist alles nicht so einfach.
aber ich befürchte, wir bekommen tatsächlich selbst im Zenit nicht genug Licht. Das ist ungünstig. Ungünstig, sagt er. Ungünstig. Ungünstig. Ich guck mal in die Sterne. Ja, aber wieso generiert denn zu wenig Sternlicht? Weil nur eine gewisse Menge Sternenlicht hier drauf fällt. Ich meine, das hier ist schon ein konzentrierter Spot. Und dann sind da schon zwei Linsen, die schon zusätzlich Licht machen. Und es braucht eine gewisse Menge. Wir haben aber ein bisschen zu wenig Licht. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist den kompletten Altar noch 100 Blöcke höher zu setzen. Oder zu hoffen, dass man da tatsächlich noch ein bisschen, noch eine weitere Linse, dass die noch was bringt. Aber ich glaube, es wäre besser, den Altar höher zu setzen. Aber das schaffe ich jetzt in dieser Aufnahme dann nicht mehr. Da müssen wir einen kleinen Cliffhanger für die nächste Folge machen. Das nächste Aid bringen wir dann erst in der nächsten Folge. Verdammt. Naja. Dumm so ist es. Können wir nichts dagegen machen. Ich muss auch sagen, die Folge werde ich deutlich geschnitten haben, wenn ihr jetzt an diesem Punkt angekommen seid. Wir da ein bisschen was rausschneiden. Ja, weil Hydra-Kampf zum Beispiel. Sind bei 40 Minuten oder so. Ja, nee, das. Und wer mich selbst kennt, für mich ein bisschen viel. Der weiß, dass mir das zu viel ist. So. Ja. Soweit, so gut. Die Ressourcen haben wir eigentlich da. Und die lassen wir auch hier drin bis zur nächsten Folge. Vielleicht ist dann Maybe ja doch wieder mit dabei. Sehen wir dann mal. Also es ständig bewegt sich nicht. Ist auch egal jetzt. Vielleicht ist Maybe Mephisto. Natürlich Mephisto. In der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, bist du noch da? Ja, ich habe gerade Tschüss gesagt. Und du? Achso, ja, nee, das ist nicht mehr angekommen. Tschüssi. Ciao.